Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Eigentlich wäre das 20-jährige Bühnenjubiläum angestanden und der Terminkalender schon bis weit ins 2019 mit Terminen gefüllt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu der letzten Sendung im Jahr, wo gleichzeitig auch die erste ist. Ja, und dann ist alles anders gekommen. Zurückgeblieben ist ein Jahr mit vielen Veränderungen, auch Unerwartete. Was mit viel Unsicherheit angefangen hat, ist zum Schluss erfolgreicher herausgekommen, als man von den kühnsten Erwartungen hat ausgehen. Nach über 1'800 Bühnenshows als Sutter und Pfändler hat Anfang November mit dem neuen Programm «Eine neue Zeit» für den Vollblut-Entertainer Peter Pfändler angefangen. Nach dem Rücktritt von seinem langjährigen Partner ist er das erste Mal alleine auf der Bühne gestanden und hat quasi wieder von vorne angefangen. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich, bist du da, Peter Pfändler. Wir zwei, Silvesterabend. Ja? Das macht man doch nur, wenn man verliebt ist, ja? Und irgendwann mit Tag an Tag, gell? Genau, schon irgendwie schon, ja. Es passt ein bisschen zu dem Jahr, finde ich. Ich habe so viele Sachen noch nie erlebt. Und an einem Silvester miteinander in einem Fernsehstudio sein, das habe ich auch noch nie erlebt. Genau. Ich finde es mega cool. Schauen wir mal, wo uns die Reise herführt. Wenn wir jetzt zurückgehen, das letzte Jahr, ich habe es angetönt, hat wahnsinnig viele Veränderungen mit sich gebracht. Teilweise erwartet und teilweise auch ein bisschen unerwartet. Aber du hast gewusst, wo du angefangen hast, so wie die letzten 20 Jahre Comedy, wird das neue Jahr nicht. Ja, das ist schon so. Also jetzt vor einem Jahr war ich allein bei Salto Natale als Komiker. Wo er aber auch verpflichtet gewesen wäre, das Zweite. Als Duo. Mhm. Als Duo. Man hat ja bereits nochmal vorher gemerkt, das wird tricky mit dem Conny. Also nochmal, er hat zuerst Stents bekommen, weil das Herz nicht tun hat. Dann ist er wegen diesen Stents in eine Depression hineingefallen. Und in den Nachuntersuchungen der Stents hat man dann irgendwann die Punkte auf der Lunge gefunden. Dann hat man gemerkt, jetzt hat er auch noch Lungenkrebs. Mit all diesen Abklärungen und. Das ist dann immer wieder Monate gegangen. Faktisch war, man hat die erste Tournee müssen mal alles nach hinten schieben, ein halbes Jahr. Dann nochmal müssen hinten schieben. Und da sind Verträge umeinander, wie das Engagement beim Rolf Knie bis Salto Natale, von November bis Anfang Januar. Und was macht man jetzt? Und ich war beim Rolf Knie in Mallorca, weil wir etwas zu tun hatten dort wegen Musical, das auf das können wir noch. Ja. Und habe ihm dann dort müssen sagen, los, Gunni, geht's nicht gut. Er hat Depressionen. Ich weiss nicht, ob er das packt oder nicht. Dann hat er gesagt, warten wir mal. Und dann ist dann irgendwann einmal ein September geworden. Sag ich, es geht nicht mit ihm. Er kann nicht. Er wird es nicht durchheben. Du musst dir überlegen. Montag, Dienstag frei, aber nachher jeden Abend auf der Bühne sein, Vollgas geben, in dem Zelt hinein, Samstag, Sonntag, Doppelvorstellungen. Das schlaucht dich schon, wenn du noch gesund bist. Dann musst du mental voll auf der Platte sein, sonst ziehst du das nicht durch in einem Zirkus hinein. Und dann schaut er mich an und sagt, dann machst du es allein. Ich, ja, natürlich. Aber jetzt so von außen gesehen, weißt, wo du jetzt nicht Fachmann bist, dann könntest du jetzt nicht, ich sage jetzt mal klar, hast du ihn als Sparringpartner, aber könntest du nicht, sag jetzt mal, ein bisschen entlasten, dass du vielleicht mehr bei dir sein will und er ein bisschen weniger machen muss, aber einfach präsent muss sein. Umschreiben. Ist angedenkt worden. Und was ist, wenn es dann gar nicht mehr geht? Und natürlich positiv, hat er dann immer nur gesagt, ja, es ist noch, aber es ist auch nicht grösser geworden. Also weißt du, so Zweckoptimismus, was an sich gut ist. Als Freund und Kollege, oder? Nicht nur als Berufspartner, auch der menschliche Aspekt. Also, ja, er hat es irgendwie angefangen auf die Seite verdrängen, einfach komplett. Und ich habe mich mit dem Thema angefangen auseinanderzusetzen. Und wenn du von Pontius zu Pilatus alles durchliest, ist schon noch spannend, ja. Und dann hast du angefangen, was? So zwei Schiene gefahren, also ein Doppelprogramm. Also wenn der Conny kommt und es weitergeht und wenn ich es gleich allein muss machen muss. Wie hast du das gemacht? Nein, ich kann anfangen, ein Programm zu schreiben. Der Conny Sutter sitzt auf der Bühne und muss nicht mehr viel machen. Und ich mache alles rundum. Dann muss man nur noch ab und zu mal ein Stichwort geben, wenn er auch körperlich schwach ist. Mhm.
Also zum dritten Mal anfangen, ein Programm neu schreiben, blöd gesagt. Mhm. Und das ist dann irgendwie bis Mitte Frühling, wo man dann langsam anfangen merkt, jetzt wird es schwierig mit dem, oder? Und dann, wir haben dort dann auch alle Auftritte, die wir hatten, weißt du, so die sogenannten Galas, die Firmen-Anlässe, die hat er nicht mehr können machen. Er war nicht mehr in der Lage, er hat den Stress nicht mehr vertragen, wenn er an einer Generalversammlung von der Raiffeisenbank irgendwann auftreten mit dem Pfändler zusammen. Das ist ihm nicht mehr gegangen. Einfach so. Das musste ich alles auch noch selber machen. Jetzt habe ich Gott sei Dank noch ein Rucksäckchen vom Salto Natale. Genau, dort waren wir ja eigentlich. Aber ja. Gehen wir noch mal zurück an den ersten Abend, Salto Natale. Ich meine, du hast gesagt, eben, hast Kollegen eingeladen, hast gewusst, okay, das funktioniert und so. Aber gleich, irgendwann ist dann das Zelt voll, Premierenpublikum und jetzt kommt der Pfändler allein. Da hast du ja gleich nicht genau gewusst, funktioniert es oder nicht? Überhaupt nicht. Und? Also es hat funktioniert, einfach, aber was, wenn du uns mitnimmst in die letzten Stunden vorher? Einfach zusammengefasst, hinten rausgelaufen, abgesessen und der Erleichterung haben wir ziemlich Tränen in die Augen gedrückt nachher. Da läuft einer, läuft einer durch und sagt, oh Peter, what happened to you? Sag ich, I hit me there. Ich bin auch mit reingelaufen, oder? Ah, but you're fine, sag ich, no, alles ist gut. Ich musste einfach abhocken. Nach Wochen, monatelange Ungewissheit, nicht funktioniert, geht es nicht. Weil ich etwas komplett Neues müssen auf die Beine stellen, was ich so auch noch nie gemacht habe. Mit Quick Change und mehr zirzensischen Sachen drin. In Quick Change ist es so, wenn du innerhalb von einer Sekunde bist in einem anderen Kostüm bist. Und all die Anproben und Texte und machen und zusammenschreichen, neu redigieren, in der Nacht verwachen und sagen, das ist doch alles ein hoher Seich. Und dann wieder trotzdem lassen, weil du ja noch von früher her gewusst hast, die Nummer habe ich schon so viel Mal gespielt und die funktioniert. Es ist mir jetzt da in dem Zirkuszelt bei der Probe, wenn ich nicht wüsste, dass sie funktionieren würde, würde ich sie über den Rand rühren. Also weißt du, das sind dann alles so Gedanken gewesen, die du dann gehabt hast. Und dann hat es funktioniert. Und dann ist man schon sehr demütig, was man da, wie man da. Ja. Bleiben wir noch schnell gerade mal so ein bisschen bei dem Quick Change. Du hast ja verschiedene Aspekte in dieser Show. Ein grosser ist natürlich die ganze Parodie-Geschichte. Und eine Figur, die du wahnsinnig parodierst, wo du fast so legendär bist wie das Original, ist der Hausi Leutenegger. Quick Change, das hat man verfolgen in den letzten Tagen im Fernsehen. Findet der Hausi nicht lässig, weil die Frise sitzt nicht. Nein, es ist nicht seine Frisur. Ja, der, der hat mir auch, wir haben miteinander telefoniert. Ich muss ja sagen, die Masse ist gut, aber meine Frisur. Und ich habe nicht so eine Frisur. Bei Olympiasieger sieht doch nicht aus wie ein Zuhälter. Sag ich, Hausi. Ich brauche eine Sekunde, um die auf den... Es gibt nichts anderes. Du musst das machen wie beim Fernsehen. Sag ich, beim Fernsehen haben sie mich anderthalb Stunden parat gemacht. Dann habe ich ausgesehen wie du. So muss ich es machen. Nochmal, ich habe zwei Sekunden mehr. Das ist mir gleich. Ich zähle das ein. Und einen schönen Schnauze. Das sind nicht die, die ich kenne. Du musst einen schönen Schnauze haben. Sag ich, ich habe keine Zeit für das. Du musst es einfach machen. Schick mal Rechnung. Und jetzt? Wirklich wahr? Und jetzt? Hast du eine andere Perücke, die ähnlicher ist? Es geht nicht, weil die so unendlich gut ist. Ich kann die wirklich einfach schnell darüber reinziehen und die geht irgendwie nicht kaputt und es ist ein Zeichen. So, und es stinkt mir ehrlich gesagt, weil ich mag ihn. Und ich respektiere den Kerl unendlich, was er gemacht hat. Und er mag mich ehrlich gesagt eben auch so ein bisschen. Er zündet mich immer ein bisschen an, aber er weiss jetzt mittlerweile auch, was ich gemacht habe. Seit er mal mitbekommen. Einmal regelmäßig wieder ein bisschen schauen. Regelmäßig ist übertrieben, aber er war immer bei der Premiere dabei. Mhm. Und er hat sich auch köstlich amüsiert. Damals. Fairerweise muss ich jetzt sagen, hat er sich wirklich amüsiert oder nur so tun. Das wird immer sein Geheimnis sein, aber er hat auf jeden Fall richtig können lachen. Im Gegensatz zu anderen. Und er hat ja schon nach außen verkündet, ich sehe eigentlich der Einzige, der ihn können richtig nachmachen kann. Weil das brauche ich ein bisschen Klasse. Er sei Olympiasieger. Wenn du sagst, auch noch ein bisschen andere, also du parodierst, also er ist, ich sage jetzt mal, so eine Paraderolle, die man kennt, du machst auch noch andere. Was, ich denke jetzt von außen gesehen, der Hausi Leutenegger bietet sich natürlich von der Person her auch an, weil er sehr, wie soll man sagen, sehr distanzierte
Merkmale hat, die halt auch auffällig sind. Es sind ja nicht alle so dankbar, oder? Das ist ja so. Er hat die Sprache, den Thurgauer Dialekt mit dem sanften Anstoßen vorne an den Zähnen. Seine Haltung, die er hat, sein Gang, der einzigartig ist, dass, wenn du jetzt laufen kommst, du... Wissen alle, wer kommt? Das ist, du kannst, den sieht man einfach. Und dann natürlich seine Sprüche, die er raushält. Das ist ungeheuer. Und ich habe etwas gegen Grosskötz. Das ist für mich, ich habe viele Menschen gesehen, auch früher im Journalismus, die gekommen und gegangen sind, wo mit Geld umeinandergeprotzt haben. Oder noch früher auch bei der Swissair, wo ich als Flight Attendant Menschen gesehen habe mit sehr, sehr viel Geld. Und dann lernst du auch den Menschen einteilen. Aber der Hausi bringt es an, auch wenn er über Geld redet, dass er so sympathisch zu machen, dass man einfach nur schmunzeln kann. Also die legendäre Geschichte, wo er schon mal ein Heimfamilienhaus angelangt. Er hat gesagt, nein, natürlich nicht. Wieso da? Meine Uhr, das schon mal einen anlangen. Jetzt hat er offenbar eine Uhr gekauft, die so viel kostet wie ein Heimfamilienhaus. Aber er macht es so witzig irgendwie, dass er nicht böse sein kann. Und das alles zusammen macht die Institution Hausi Leutenegger im Wissen darum, was er für ein grosszügiger, liebenswerter Mensch ist, der nie vergisst, woher er kommt, der immer da ist für seine Freunde und der am liebsten Herdöpfelstock mit Hackbraten isst. Und den Champagner hat er, glaube ich, wirklich gern, darum trinkt er einfach so viel. Wenn also trinkt er so viel Champagner, Nein, das habe ich schon richtig verstanden. Wenn du jetzt aber sagst, wie kommst du denn überhaupt drauf? Eben, also einerseits sind es Figuren, die natürlich eine gewisse Bekanntheit haben müssen, die gewisse Merkmale haben müssen. Aber kann man sagen, also könntest du mit mehr oder weniger üben? Jeden parodieren? Nein. Oder an was erkennst du, nicht nur, das wäre lustig, sondern das kann ich auch? Es müssen Menschen sein, die in der Öffentlichkeit stehen. Es müssen Menschen sein, die die Attribute haben, die ich gesagt habe. Sei es die Optik, sei es ein Dialekt, sei es eine Wortwahl. Frau Keller-Sutter jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir eine neue Bundesrätin mit einer ganz markanten Frisur. Es ist eine Frage von der Zeit, dass ich die irgendwann einmal nachmachen muss. Und wenn es nur mit einem Satz ist. Und dann noch im VBS als oberste Chefin jetzt eine Walliserin. Ich gehe davon aus, dass in sämtlichen Walliser Regimenten der Konsum von Fondant explosionsartig wird steigen. Nicht wegen der Truppen, aber wegen ihr. Das wäre jetzt so etwas, was man könnte als Komiker machen könnte. Ist das für dich Mann-Frau? Also, ob du eine Frau parodierst oder einen Mann, das ist nie komisch. Dass es ein so kleines Transvestiten nie geht. Ja, also es gibt ja einen Unterschied. Travesti, das ist eine Komödie und Transvestit ist eine Tragödie. Das hat ja der grösste Fall noch gesagt, der Georges Preusse alias Mary. Das sage nicht ich. Ich bin völlig offen. Ich bin auch absolut in einem liberalen Haus aufgewachsen, in einem absolut liberalen Umfeld. Mir ist Religion, Geschlecht oder nicht wissen, welches Geschlecht, der Weg gleich. Mir ist immer der Mensch drin. Ja, man muss aufpassen, wenn man als Mann eine Frau anmacht. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist tatsächlich so. Dann geht es nur darum, wie lange mache ich es. Also wenn man für einen Martullo Blocher viel anmacht, ja, tut er immer drauf. Dann ist das eine andere Geschichte, als wenn ich jetzt da irgendwie Tamara von Micello würde ich jetzt gar nie anmachen. Es ist ja nichts Lustiges irgendwie dort. Das Thema, das sie anspricht, ist auch immer wieder so ein heikel. Und wenn du dann etwas würdest über ihr einziges Merkmal, das sie hat, ist ihre Körpergrösse. Also das geht auch nicht. Dann bist du wieder sexistisch. Also was will man jetzt mit dieser anmachen? Einfach nur eine Frau, die Schweizerdeutsch mit Berndialekt, das ist es ja nicht. Das langt wie nicht. Nein, das langt dann nicht. Genau. Jetzt sind wir schon mal wieder ein bisschen abgedriftet auf neue Sachen, auf Programme. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück. Und zwar im Februar 2018 ist das letzte Mal Hösli und Sturzenegger ausgestrahlt worden. Das ist ja auch noch mal etwas, wo man euch lieb gewonnen hat, wo wir so in die Tradition in den Schweizer Haushalt gekommen sind, im Samstagsjass. Das ist natürlich auch fertig und nicht mehr möglich, oder? Quotengarant, muss man da sagen. Wir haben die höchste Einschaltquote gehabt, dort, die zwischen 30 Sekunden und einer Minute. Das Thema folgendes gewesen. A, hat man dort schon geredet von Sparprogramm. Und beim Fernsehen hat man schon darüber geredet, will man mit Hösli und Sturzenegger weitermachen oder nicht, wegen Sparprogramm, was ein absoluter Witz ist.
meine, wir haben 4 Serien können aufnehmen, das hat 2.000-3.000 Franken gekostet. Also, dass ich es einmal gesagt habe, der Conny und ich haben 250 Franken bekommen für so einen Sketch. Also wirklich, Sparpotenzial war dort nicht drin. Aber das Thema war, weil man auch nicht gewusst hat, wie es wirklich weitergeht und weil gerade die Sommerpause war, gesagt, nein, was ich nicht mache, ist mit jemand anderem vorne anstehen. Das ist eine Frage von der Loyalität von Conny. Ja, wir haben Themen, Szenarien gehabt. Soll ich vielleicht einmal, Patricia Boser hat schon längstens einmal mitmachen und hat gesagt, komm, lass mich einmal eine spielen, die einen Knall in der Birne hat. Das wäre jetzt dort dann so gewesen, aber dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Und darum hat man einfach gesagt, wegen Krankheitshalber tut man es bis in Sommerpause einmal ausfallen lassen, weil der Conny einfach auch nicht in der Lage war, um das zu machen. Und jetzt ist die Sommerpause vorbei und dann hat man gesagt, man lässt es jetzt einfach gerade so. Also das ist der Werdegang. Und mir ist noch relativ wichtig, ich sage das ohne böses Blut oder irgendetwas. Jeder, der beim Schweizer Fernsehen eine Sendung hat, weiss, dass jede Sendung die letzte kann sein. Und wenn er das nicht weiss, dann hat er sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Weil das habe ich schon ein paar Mal erlebt, auch bei mir selber. Ich erinnere an die Sendung, die ich hatte, noch damals das Wunschkonzert, das wählen sie, oder? Es geht. Das ist gelaufen und hat Zahlen gehabt. Und kaum in irgendeinem anlaufen auf der Straße, ohne dass die gekannt haben. Und da weiss ich noch, da sind wir da Merlischachen in dem Restaurant drin gewesen. Und dann komme ich so an und denke, okay, wir besprechen jetzt, wenn es nächstes Jahr weitergeht. Und bin heimgefahren und denke, okay, ich hatte 7 coole Jahre gehabt, ich freue mich an denen und bin jetzt nicht hässig, dass es jetzt nicht weitergeht. Trotz Superquote. Weil halt wieder irgendeiner an einem Schreibtisch etwas Gefühl hatte, hat das. Machen wir etwas anderes. Und Folklore, und gerade Schweizer Folklore, ist halt bei sehr vielen so ein bisschen ein Filmbild. Das ist gerade immer so, so politisch wird das angeschaut. Was für geniale Musik das ist, was für virtuose Musik das ist, das vergessen sie dann. Zumindest in dieser turbulenten Zeit, im März, bist du nochmal Vater geworden, ist dein Sohn, der Leo, auf die Welt gekommen. Im Privatleben also auch noch, von 0 auf 200, weil das ist ja schon nochmal etwas anderes als zweites, wie nur eins. Ja, das sind ja dann, weißt du, sehr wahrscheinlich auch, es sind ja dann nicht nur 100% mehr, es sind oftmals 200-300% mehr. Ja, ja, wir haben gewusst, wir wollen gerne und von Herzen nochmal so einen Wurm haben, nochmal ein zweites, absolutes Wunschkind. Und wir haben aber ein bisschen geschaut, so mit den Terminen, und wir wären ja dann eigentlich, der Conny und ich, auf Tournee gewesen. Und dann ist alles geplant. Dann weisst du, Montag, Dienstag frei, Mittwoch sind wir in Schubfahrt, dann nehmen wir dort, dann haben wir am Samstag Gala, dann vielleicht am Sonntag und dann wieder Montag daheim und immer den ganzen Morgen frei. Da haben wir super geplant. Sensationell, hat alles wunderbar und grossartig. Ja, jetzt war halt oftmals alles anders. Zumindest ins Chaos hinein kommt noch der kleine Wurm. Und nachträglich muss ich sagen, vielleicht weil der Leo gekommen ist, haben wir die anderen Sachen angefangen, Sachen sein lassen und haben die Prioritäten auch wieder ein bisschen anders setzen können, weil sich es relativiert hat. Also im Klischee gesprochen würde man jetzt sagen, wenn du eine Frau wärst, würde man jetzt sagen, wie bringen Sie denn das alles unter einen Hut? Familie, Selbstständigkeit, schwierige berufliche Phasen, Neugeborenes daheim? Ich frage mich oft, wie das Zab Ihnen unter einen Hut bringt. Weil, wenn Sie das daheim macht mit den Kindern also, und mit Ihren Sachen, die Sie auch noch machen muss, also, das ist grossartig. Was meine Dinge angeht, ich funktioniere da etwas anders. Ich kann mir Pläne im Kopf machen. Ähnlich wie früher, als ich Hochleistungssport gemacht habe. Bis wann und was muss welcher Teil erreicht sein oder Prioritäten setzen oder Führungsdoktrinen, die man einmal gelernt hat oder selber heute noch unterrichtet, halt durchgehen und das dann einfach umsetzen. Funktioniert aber nur dann, wenn du einen Partner nebenzu hast, der mitzieht, der dich auch irgendjemand unterstützt. Und dann ist es schon bei dir schwierig. Dann bist du am Schreiben und machst und neue Tourneen am Planen und bist mitten in meinen Gedanken und denkst, jetzt habe ich es gerade. In dem Moment geht die Tür vom Büro auf. Papa! Della rennt rein, meine Tochter. Und bing weg ist der Gedanke, den du jetzt einen halben Morgen dran angesucht hast. Und aufschreiben ist er auch nicht. Nein. Auch dort fängst du wieder von vorne an.
in so einer Situation wäre das ja eigentlich, also eure Situation wäre ja schon auch etwas, wo du in einer anderen Situation unter Umständen würdest du ein bisschen auf die Schippe nehmen. Nämlich gestandener Mann, reifes Alter, junge Frau, spät noch Kind, dann noch ein zweites. Also das wäre ja so etwas, wo du durchaus bei jemand anderem würdest auf die Schippe nehmen. Haben alle zusammen gesagt, hey, im neuen Programm musst du etwas über Kind machen. Sag ich, denen gefallen tue ich euch nicht. Weil zu viel über Kind machen. Der Mittermeier ist Vater geworden, was hat er gemacht, über seine Kinder erzählt. Dieser ist Vater geworden, was hat er gemacht, über seine Kinder gestellt. Mein Alter nehme ich so zwischendurch auf die Schippe. Und ich erzähle auch auf der Bühne, dass ich Kind habe und so neu. Aber dann nehme ich mich selber auf die Schippe en passant. Und das lange völlig. Nein, da gibt es ganz andere Sachen, wo du so am Beobachten bist. So Einkaufszentrum, das Umgehen mit dem Kind, was das Kind macht und wie das die Eltern reagieren oder nicht. Nimmst du oder? Das Kind hat, oder? Ja. Und tatsächlich habe ich aber eine Nummer geschrieben. Das ist für einmal mehr so ein nachdenklich. Ich habe in einem Einkaufszentrum eine junge Mutter beobachtet, wo permanent am Handy war und ihr Kind nebenzu hat die ganze Zeit geplärrt. Und alles, was sie gemacht hat, war am Handy schreiben. Und wenn das Kind nebenzu wieder anfangen zu plärren hat, hat sie das Bonfried nachgeschrieben. Und ich bin angeschoben. Und ich bin innerlich so hässig geworden. Und ich habe meine Tochter bei mir zugehört. Jetzt habe ich angefangen mit dem Bübel. Der ist dann fast wie ein Autist, ist langsam mit dem Kinderwagen hineingestanden. Und ich habe angefangen, Kontakt aufzunehmen. Dann hat Rilla gesagt, schau mal hinüber, du musst schauen. Weißt du, mit meinem Resultat, dass das Kind anfangen zu giggeln hat, anfangen zu lachen hat, dann hat die Mutter gesehen, dass ich mit der dorthin, ich schwöre dir, wenn meine Ella nicht bei mir gesessen wäre, ich wäre vermutlich von der gerade als pädophiles Arschloch abgemacht worden. Dass es mir aber um das Kind gegangen ist, das hat sie dort nicht. Das hat mich zu dieser Nummer, habe ich einfach müssen sagen, das muss ich jetzt also schon mal. Es gibt also schon komische Sachen, die man so beobachten kann. Machen wir einen Gump, einen kurzen Gump, weil das Jahr so lang ist und so viel passiert ist. Hast du es schon ein bisschen angetönt. Das nächste Jahr 100 Jahre Knie. Es gibt ein Musical. Wir haben Rolf Knie vor ein paar Wochen da gehabt. Dort bist du involviert und du schreibst Texte. Ja, er hat das Drehbuch geschrieben in dem Sinn, die Grundidee geliefert. Und dann hat es den Zufall einfach gegeben, dass ich ihm mal ein paar Tipps gegeben habe und er dann gesagt hat, du, mach doch du das weiter. Und jetzt tue ich oftmals all diese historischen Figuren quasi verbal Leben einhauchen. Und das ist eine rechte Herausforderung. Wenn wir so zurückgehen, 1803, der Begründervater, der Friedrich Knie von dieser Dynastie. Wie hat man 1803 geredet? Also, wie ich dich kenne, bist du akribisch ans Werk, bist ja, schauen und hören, ja, was haben wir für einen Wortschatz gehabt, was haben wir für Deutsch, wie haben genau wir es geredet. Genau so war es. Und ich bin ja schon meine historische Zeit. Ich bin ja, ich darf nicht sagen, ich sage in dem Sinn Historiker, aber ich bin ja der Historiker. Also, und vor allem napoleonische Zeit. Da gibt es kein Datum, das ich nicht kenne, von dem her. So, oder? Alles ein bisschen Schlachten, aber eine andere Geschichte. Ja, natürlich, da ist man schauen, hat es nachgemacht, geschrieben. Und dann die Veränderung auch in der Sprache. Oftmals bist du in den 50er Jahren, wo alles anders ist. Oftmals heute, ajö. Weißt du so? Das ist eine lässige Aufgabe, irrsinnig lässig. Und, wie gehst du jetzt da mit dieser Gratwanderung um? Einerseits willst du akkurat sein, historisch akkurat, auch mit der Familiengeschichte. Andererseits ist es ein Musical. Es soll auch unterhaltsam sein. Die Leute sollen also nicht nur eine triste oder nur eine Dokumentation sehen, sondern sollen sich auch können unterhalten. Das ist ja noch schwierig. Das ist ja so. Und es gibt viele Sachen, die man ja gar nicht weiss, ob es das so wirklich war. Aber wir wissen aus den Dokumenten und aus den Plakaten, was das dort tatsächlich gemacht haben. Und wenn man das kann verbinden und in Wort fassen, dann glaube ich, kommt man auch historisch ziemlich nahe der Wahrheit entgegen. Und ich meine, ich selber bin in Bellevue aufgewachsen. Wenn der Zirkus Knie der Stadt war, dann bin ich im Zirkus. Ich habe alle Schlich und Weg kennt, durch den Futterwagen hinein. Seit dort kenne ich den Rolf Knie. Der hat sich an mich erinnern und mich wieder nach 40 oder 30 Jahren gesagt, du bist doch der kleine Bub, der damals bei uns durch den Futterwagen hineingeschlichen ist, oder? Was ist deine erste Erinnerung, wenn du jetzt zurückdenkst, deine erste Erinnerung an Zirkus Knie? Der Geschmack vom Zelt. Hat das Zelt einen Geschmack? Ja. Du kommst in den Zirkus rein, ein Sackmehl schmeckt, was drinnen von den Tieren ausgeschieden wird, was dort drinnen wird. Und der Knie schmeckt gänzlich anders als Salto Natale zum Beispiel.
bin letztens den Marco Knittel besuchen, der beim Stein ist, laufen rein. Ihr habt Tier, gell? Sagt er, wieso weißt du das? Sag ich, ja, schmeckt doch danach. Ich schmeckst du das? Sag ich, nein, das ist der Zirkusgeruch, der ist einmalig. Ja. Dann muss ich dich natürlich nicht fragen, ob du die Tradition weiterführst und mit deinen Kind in den Zirkus Knie gehst. Ja, selbstverständlich, das gehört dazu. Das müssen wir schauen gehen. Eben, so, dass ich das gesagt habe, ich mit dem Zirkus, ich kann mich so gut an Freddy Knie Senior erinnern. Ich bin andächtig dort geguckt, noch zugeschaut, wie der probt. Ich habe gewusst, ich werde Probleme bekommen mit meiner Lehrerin. Meinem Vater wird mir wieder so den Krimp verschlagen, dass ich sehr wahrscheinlich nicht mehr recht kann schlagen. Das ist einfach so methodisch, didaktisch hat man das in den 60er Jahren noch so gemacht. Mit dem Teppichklopfer. Mit dem Teppichklopfer hinten drauf. Es war mir gleich gewesen. Ich wollte zuschauen, wie die proben, wie das die arbeiten. Und die Show, weil die Show ist mir weniger wichtig gewesen. Was hinten rausgegangen ist, habe ich immer viel interessanter gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Mal hat er mich an den Ohren zum Zirkus rausgeholt. Die Leute haben immer gewusst, wo der Peterli ist. Wenn der Zirkus in der Stadt war. wir sind bei der, natürlich mit dem Freddy Knie Senior sind wir bei der Ross, bei dem Pferd. Das ist jetzt gerade ein Steilpass zu deinem Sommerengagement. Sommerengagement von Peter Pfändler heisst Winnetou Karl May Freispiel. Ja. Ja. Und der Peter Pfändler spielt den Bösewicht. Ja. Wieso denn der Bösewicht? Ja, was kannst du denn als Zürcher spielen? Der Gutmensch geht doch nicht. Nein, ist einfach gerade die Rolle. Hast du mal den Bösen sein? Irgendwie ist es noch spannend, mal etwas komplett anderes zu machen. Da kommt eines Tages der Edgar Lehmann, unser Manager, zu uns und sagt, ich hätte noch etwas. Dann wann? August, Juli. Ich habe den Goni angeschaut. Der Goni sagt, ja, haben wir ja eh nichts los. Sag ich, ja, was muss ich mir, was wär's denn? Sagt er, ja, ein Bösewicht. Sag ich, ja, natürlich. Dann war es wieder ad acta. Und auf einmal war es ernst. Und er kommt und sagt, was ist jetzt? Dann habe ich lange mit dem Goni telefoniert. Sag ich, sag mal, ich wäre dann dort irgendwie, wäre 6 Wochen dort oben am Winnetoulen und ein bisschen reiten und so. Sagt er, hey, weisst doch, wenn es ist. Juli haben wir doch nie viel, wenn jemand mal einen oder zwei Auftritte haben wir doch gehabt. Und der August bin ich ja auch nicht. Er macht. Kann das gucken machen. Sag ich, wenn du sagst, es ist okay für dich, dann mach ich es. Sag ich, ja, mach doch, ist doch gut, ist doch cool. Dann bin ich dort hingegangen und dann der Rollins, den ich da spielen musste, eigentlich ziemlich dramatisch, der gar nicht böse sein, der wird gefangen genommen von jemandem. Und um sich den Kopf zu retten, feige sich eigentlich, ist er erst böse geworden und hat die Leute gegeneinander ausgespielt. Das war so meine Rolle. Schönste für mich, ist der Umgang dort oben mit meinem Ross, den ich hatte, einen ganzen jungen Spanier. Sag jetzt irgendwelche brutalen Stuntszenen oder irgendwie, wo hast du richtig müssen, so ein bisschen deinen Mut zusammenpacken? Es hat einen Stunt gegeben, den ich aber selber gemacht habe. Das ist, ja, es sind Stuntmen und so? Ja, es hat natürlich schon Stuntmen gehabt, wo man von der Ross runtergefallen ist. Ja, und zwar, das ist relativ nah beim Feuer zu. Es hat eine Explosion gegeben von einem Ölbohrturm. Und die haben da irgendwie wollen, dass da irgendwie 30 Meter wegsteht. Sag ich, Leute, was haben die für das Thema. Schau mal, wie das Boot ist. Da. A, über dem Kopf. B, hinter die und die Mischung von, kann er mit dem Typ geredet. Dann kenne ich auch den, der die Bürowerk gemacht hat. Ich habe gesehen, auf welcher Seite dass die hintere Platte ist. Also wie verpufft sich das? Das kann gar nicht passieren, wenn ich dort ganz unten dran stehe. Dann sind die Regisseure und die anderen gekommen und haben gesagt, wenn das etwas passiert, wir können das nicht zahlen und die Versicherung. Ich sage, es kann gar nicht passieren. Also, am Anfang bin ich 20 Meter weggestanden und am Schluss, als wir dann angefangen zu spielen haben, bin ich dann 2 Meter neben zugestanden, als es richtig angefangen hat, oben dran zu klopfen. Und es war nie brenzlig? Nein, es hat richtig Spass gemacht. Ich konnte gar noch richtig können, wir müssen da losrennen und wirklich cool gewesen. Deshalb habe ich richtig gerne gemacht. Und ein reiterlicher Stunt, die Anführungs- und Schlusszeichen, ohne sich fallen zu lassen, aber der Showdown ganz am Schluss, die Verfolgungsjagd, die war relativ tricky gewesen. Also wir müssen dazu sagen, Peter, dass du natürlich reiten kannst. Dass du, dort, also dass du also, einen Hintergrund schon hast mit Ross und Leben Pferd. Ist, das Leben ist grundsätzlich zu kurz, dass man jemals reiten kann. Richtig, aber
Wallisellen, die grossen Pferdesporttage, da habe ich also nicht nur einmal gewonnen, da habe ich also ein paar Mal gewonnen dort oben. Das ist wieder etwas, was vielleicht die meisten gar nicht wissen und dir vielleicht im ersten Moment gar nicht übergeben. Ja, das ist, ich bin 20 Jahre auf Turnier gegangen und das war eine ganz grossartige und wunderbare Zeit gewesen. Viele Freunde auch immer noch aus dieser Zeit, der Umgang mit der Ross, das war schon speziell gewesen. Und darum jetzt wieder auch die Zeit, die ich wieder hatte mit dem Rössli zusammen, der Findungsprozess, der gipfelt hat, dass ich am allerletzten Tag, wo ich gegangen bin und er auf der Weide draussen am Grasen war, ich konnte vorne an der Weide anstehen und pfeifen. Und er ist zu mir gekommen, weil er gewusst hat, wenn der pfeift, kommt jetzt immer ein Öpfeli. Der ist nicht wegen mir gekommen, aber es ist trotzdem schön, dass das so funktioniert hat. Und jetzt sind wir schon fast, haben wir den Kreis geschlossen. Wir müssen gleich noch, wir haben schon viel über Programm und Sketch und so geredet, müssen wir gleich noch sagen, fadengrad und ungeschminkt. Ist jetzt der Name von dem Solo-Programm. Ja. Im November, 1. November hat das gestartet. Das hat dann angefangen und gehst jetzt natürlich dann auch nach den Festtagen, jetzt im Januar wieder auf Tournee. Vielleicht ganz kurz. Fadengrad und ungeschminkt. Mir stinkt es langsam, immer müssen politisch korrekt sein. Bist denn du schon jemals politisch korrekt gewesen? Ich bin ein sehr anständiger Mensch. Ich meine jetzt als Comedian, Entertainer auf der Bühne. Kützeln und politisch unkorrekt sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also erstens, hast du gekützelt in dem Fall? Gehöre ich daraus raus? Erstens, ja natürlich. Dann reden wir auch von dieser ominösen Dinggrenze. Was ist jetzt Gürtellinie? Weißt du, es gibt Leute, die haben Gürtellinie da oben. Und dann hat sie die haben sie ganz unten dran. Also, was gehört dazu? Nein, mir gefällt es jetzt einfach mal können sagen, was Sache ist. Eben genau zum Beispiel mit dem Thema von dieser jungen Mutter. Jetzt habe ich das aber in eine Kunstfigur gesetzt, ein Bayer, der das beobachtet. Und als Bayer wird er dann eben wieder ganz anders. Aber der Bayer kann dann eben auch mal richtig zotig. Ja, was haben denn das da für Hinsfutzige? Das geht ja gar nicht. Dann ist das etwas anderes, als wenn ich das würde sagen. Name the things. Gefällt, macht unendlich viel Spass, ungeheure Lust und völlig, völlig dankbar, und, wie gut dass es ankommt. Und nach dieser ganzen Erfahrung Salto Natale allein und x Aufführungen im Zelt, ist die Nervosität vor der Premiere, vor dem ersten Soloprogramm auf der Bühne, ein bisschen kleiner gewesen? Nein, wir lachen. Sie ist nach dem dritten, vierten Mal viel grösser geworden, weil dann denkt hast, ja, es läuft ja. Und oft mal beim Scheiße, was kommt dann? Gottes Willen. Aber wenn du das erste Mal das machst, dann bist du noch so in deinem Text drin, dann weißt du noch so genau, was geht. Das ist nicht so schlimm. Und jetzt, wann geht es im Januar weiter? 26. Januar, Kesselhaus, Pfäffiken, Zürich. Freue mich extrem. Da werden viele Freunde von mir auch dort sein, Gespäntli, die da von der Fluggruppe kommen. Kesselhaus, das ist ein cooler Ort. Tönt cooler auch Ort. Gut. Und es kesselt sicher, Peter, wenn dann du dort dein Programm aufführst. Fadengrad und ungeschminkt. Bevor es jetzt aber so weit ist und wir schon beide so schön da sitzen am Silvester, stoßen wir jetzt noch auf das neue Jahr an. Ehrlich? Und hoffen, es ist dann vielleicht schon mit Veränderungen, aber vielleicht nicht mehr so viel unerwartet. Ja, aber jede Veränderung ist ja eine Chance. Wenn du positiv denkst und wenn du sagst, dann nehmen wir die halt an. Ich glaube, dann ist das immer grossartig. Ja, dann, also, nehmen wir sie, ja, dann nehmen wir sie jetzt an und wir nehmen sie jetzt aber gerade. Wow, richtig, wow, cool! Ja, ist ja Hammer! Schöne Überraschung, danke vielmals! Gehört jetzt schon dazu. Jetzt komme ich zuerst über. Ja, eigentlich hättest... als Gast. Ja, nein, eben. Wir sagen jetzt als Gast. Claudia, danke vielmals. Auf das 2019. Danke vielmals. Machst du das im Festerabend mit mir? Unglaublich. Ich glaube, jetzt dürfen wir schon einen Schluck nehmen. Trotz allem, oder? Ja, genau. Wäre jetzt politisch auch unkorrekt. Auch das Anstoßen wäre jetzt so, nur aber das interessiert mich jetzt nicht. Noch eben, das ist jetzt fadengrad und ungeschminkt. Genau. In dem Sinn. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das Team von TeleZ wünscht Ihnen zum Jahreswechsel alles Gute. Startet Sie gut ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder bei uns dabei sind. In dem Sinn, machen Sie es gut. Wieder schauen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch